Hallo, ich bin Falk. Ich bin der Gründer und Erfinder vom Lernstift. Der erste Stift, der vibriert, wenn man sich verschrieben hat. Das ist eine unglaubliche und folgenreiche Erfindung. Heute ist ein wichtiger Tag. Heute ist das 3D-Modell angekommen von der 3D-Druckerei. Das ist das erste Mal, dass wir den Stift tatsächlich anfassen können. Bisher haben wir ihn nur auf dem Computer geformt und angeschaut. Jetzt zeige ich euch den Stift. So, da ist der Stift. Frisch eingetroffen von der 3D-Druckerei. Das Material fühlt sich an wie gebrannter Ton, aber es ist wunderbar weiß und gleich farbig gedruckt. Der Stift selber liegt sehr gut in der Hand, eigentlich wie andere Stifte. Speziell durch diese Form ist das gar kein Problem und er hat einen guten Griff. Im hinteren Teil wird die Batterie sitzen, im vorderen Teil Bewegungssensoren und in der Mitte natürlich die Elektronik, die bei schlechter Schönschreibung oder bei Rechtschreibfehlern den Stift zum Summen bringt. Hier wird man später umschalten können zwischen dem Schönschreibmodus, der dann leicht summt, wenn das Zeichen nicht gut geschrieben ist. Oder man wechselt in den Rechtschreibmodus, wo der Stift zweimal kurz summt, wenn man sich verschrieben hat. Das ist der Lernstift. Ich werde weiter wie verrückt daran arbeiten, dass er so schnell wie möglich Realität wird. Ich hoffe, ihr könnt mich dabei unterstützen. Wir werden im Februar eine Crowdfunding-Runde machen. Da könnt ihr Investor werden für diesen Lernstift. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr euren Freunden davon berichtet und es liked und weiter shared. Vielen Dank.